Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine Minute vor Mitternacht auf der Weltuntergangsuhr. Diesen Satz hörten wir vor noch nicht allzu langer Zeit aus dem Mund eines Politikers. Er beschrieb damit die katastrophale Situation, in der sich die Welt, die Menschheit angesichts der drohenden Klimakatastrophe befindet. Immer mehr haben wollen, billiger Wohlstand, Genuss, all das waren Faktoren, die die Menschheit verleitet haben, mit den Ressourcen dieser Welt, mit dieser Schöpfung unachtsam, brutal umzugehen. Die Wurzeln dieses Verhaltens liegen jedoch tiefer. Der Mensch hat vergessen und will nicht wahrhaben, dass er hier auf Erden Pilger, Durchreisender ist, dass es ihm nichts nützt, für seine wahre Zukunft zu raffen und zu sammeln. Wir sind Pilger, Durchreisende auf einem Weg hin in eine Zukunft, die Gott uns bereitet. Advent, das richtet sich an diese Zukunft. Wir sind eingeladen, an diese Zukunft zu denken, darüber nachzudenken, dass uns von Gott her eine Zukunft entgegenkommt. Umkehr des Menschen heißt folglich nicht, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sich mit der Vergangenheit traurig auseinanderzusetzen, sondern froh auf die Zukunft zu blicken, die Gott uns bereitet. Mitternacht heißt diese Stunde, singen wir in einem Adventslied. Ja, Gott kommt mitten in der Nacht der Menschheit, um dem Menschen seine Hand entgegenzustrecken. Die Lichter des Adventskranzes erinnern uns daran, dass uns von Gott her Zukunft entgegenkommt, Zukunft, die wie ein Licht aufstrahlt. Wenn wir uns auf diese Zukunft ausrichten, dann, liebe Schwestern und Brüder, werden wir befähigt, die Wege zu gehen, die Gott uns in seiner Güte führen will. Dann werden wir sensibel für Gottes Weisung und wir werden vieles an unserem Verhalten in Dankbarkeit und Leichtigkeit ändern. Ändern im Blick auf die wahre Zukunft, die von Gott kommt. Ich wünsche uns allen, dass uns im Advent ein Licht aufgeht. Ein Licht, aus dem wir herauslesen können, die wahre Zukunft kommt von Gott, von Gottes Weisung, von Gottes Weg, den er für uns Menschen vorsieht, den er mit uns Menschen gehen will, den er mit uns bereits eröffnet hat in der Geburt Jesu Christi in seinem Kommen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent. Ich wünsche Ihnen vor allem auch die Freude über diese Botschaft von der Zukunft, die uns Tatkraft gibt, unser persönliches Leben zu ändern und unser Miteinander auszurichten auf diese große Zukunft, die Gott uns bereitet.